Willkommen auf Wummerblock. Weiter geht's mit unserer Reise durch Polen. Ursprünglich hatten wir nur Masuren angedacht. Wir sind mittlerweile im Urwald in Polen gewesen. Wir waren an der weißrussischen Grenze. Wir waren bei den Tataren und wir fahren jetzt langsam wieder zurück in die Masuren. Wir nähern uns der Hauptstadt dieser Region Białystok. Wir haben direkt an der Landstraße einen tollen Stellplatz am Silvarium gefunden. Dort haben wir übernachtet. Eine Empfehlung in dem Moment. Es ist erstaunlich. Diese Landstraßen sind natürlich nachts total still. Da fährt kaum noch jemand. Und dementsprechend ruhig haben wir die Nacht dort verbracht. Es ist ein perfekt ausgestatteter Stellplatz mit Strom, mit Wasser, allem was dazugehört. Leider war der Strom derzeit abgeschaltet. Stört uns nicht. Wir sind durch Solar und unsere Efeu autark. Also insofern haben wir das nicht gebraucht. Das Wasser haben wir natürlich dankbar angenommen, denn die Wasserversorgung ist manchmal nicht so einfach. Deswegen auch wieder ganz am Anfang ein kleiner Hinweis über das Reiseland Polen. Ver- und Entsorgen ist nicht so einfach. Also wenn ihr nicht wie wir mit einer Trenntoilette ausgestattet seid oder eine Efeu und dementsprechend auf Entsorgung und Versorgung angewiesen seid, dann müsst ihr häufiger auf echte Campingplätze gehen. Stellplätze, wie sie es bei uns häufig gibt, gibt es auch, aber auch sehr häufig haben die kein Wasser oder keine Entsorgung. Versorgen kann man sehr häufig noch bei Tankstellen, wobei wir es erlebt haben im Urwald, dass man uns kein Wasser gegeben hat. Also da waren dann einfach zu viele Wohnmobile wahrscheinlich irgendwann unterwegs und haben die sich gesagt, nee, jetzt ist mal gut. Kann man ja irgendwo auch verstehen. Und bei den Preisen, die ihr auf den Campingplätzen bezahlt, geht einfach um Campingplatz, versorgt, entsorgt und gut ist. Wir, wie gesagt, mit einer Trenntoilette ausgestattet, haben es da ein bisschen einfacher. Bei uns hält so eine Toilette, na, ich sage jetzt mal 10 Tage, ganz locker. Dementsprechend brauchen wir uns nur alle 10 Tage um die Entsorgung kümmern. Aber das ist ein eigenes Thema, da werde ich demnächst mal wieder ein Update zu den Trenntoiletten machen. Jetzt bleiben wir erstmal bei unserem Masuren- bzw. Polen-Roadtrip. Białystok. Białystok ist, wie gesagt, eine Hauptstadt der Region. Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Landschaft von Weißrussland kommend geändert hat. Innerhalb weniger Kilometer von ja mehr oder weniger Brachland zu landwirtschaftlicher Hauptregion. Also hier gibt es riesige, ach gigantische Felder. Und man fährt natürlich durch wahnsinnig lange Alleen. Also da muss man manchmal schon ein bisschen aufpassen, das sind wir gar nicht gewohnt. Und wenn wir über eine deutsche Alleenstraße reden, das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was die hier in Polen haben. Doch dazu uralte Bäume rechts und links, die Straßen dann manchmal nicht ganz so gut, also von daher fahrt nicht so schnell. Und wenn Gegenverkehr ist, dann wird es auch manchmal eng. Also da muss man einfach auch mal an die Bremsen gehen und den Laster, der einem entgegenkommt, vorbeifahren lassen. Wir kommen nach Białystok rein, dort ist das genaue Gegenteil. Hier ist eine Hauptstadt, hier ist eine Großstadt, hier sind wunderschöne neue Häuser rechts und links der Straße. Man sieht, die Polen, die bauen nach modernstem Standard und eins muss man sagen, hier ist es sauber überall. Die Straßenränder, überall ist es gepflegt. Ich will es nicht laut sagen, aber die sind da deutscher als die Deutschen, habe ich manchmal das Gefühl. Auch in der Innenstadt haben wir nirgendwo Müll oder Dreck gesehen. Also von daher, das würde ich mir in mancher Hauptstadt in Deutschland wünschen. Wir fahren direkt das Schloss an und finden tatsächlich am Schlosspark einen ganz normalen Parkplatz. Und die Parkuhren, die es hier gibt, die kann man mit der Karte bezahlen. Also insofern, man muss nicht immer Slotty dabei haben. Auch eine tolle Geschichte. War ein bisschen tricky rauszufinden, wie die funktionieren. Aber bei, ich glaube, 2 Euro Parkgebühren habe ich die 20 Cent, die ich vorher versemmelt habe, weil ich die Zeit falsch eingegeben habe, gut verkraftet. 2 Euro war dann für den ganzen Tag. Also wir konnten den ganzen Tag jetzt in Białystok bleiben. Dieses Barockschloss ist wunderschön. Der Park, die Parkanlage ist schon toll.
Hier gehen die Leute joggen, hier gehen die Leute spazieren und dann kommt man in den eigentlichen Schlosspark, der natürlich vom Allerfeinsten ist. Das Schloss selber konnte leider nicht besucht werden. Normalerweise kann man die Innenräume noch besuchen. Wir haben das Schloss nur von außen gesehen, war wegen Corona geschlossen. Im Schloss selbst befindet sich von der Medizinischen Universität eine Abteilung, also so stand es zumindest dort. Sehenswert in Bialystok ist dann auch die Kirche, eine Backsteinkathedrale in der Innenstadt. Und von dort aus kann man zum Marktplatz wandern durch die Altstadt von Bialystok. Auch sehenswert, hat uns sehr stark an unsere Rumänienreise letztes Jahr erinnert. Da waren wir in Brașov und sehr, sehr ähnlich war dort die Innenstadt und die Menschen. Es war sehr schön warm, die Menschen saßen auf diesem Platz oder um den Platz herum. Und sehr zu empfehlen, das Eis in Bialystok. Die Eisdiele ist exzellent gewesen. Für Bialystok haben wir uns einen halben Tag etwa Zeit genommen. Dann wollte Nadja weiter zum Bibca Nationalpark. Ich spreche es mit Sicherheit wieder völlig falsch aus. Für mich war das der Biber Nationalpark, weil sie es so ähnlich schreibt. Aber natürlich waren wir jetzt Nationalparks einfach schon zu viel und wir haben dann ziemlich heftig diskutiert, aber am Ende gewinnt bei so Sachen immer Nadja. Also natürlich sind wir zu diesem Nationalpark gefahren und ich gebe es hier öffentlich zu, Nadja hat wie immer recht gehabt. Gut, dass ich auf sie höre. Wir haben dort leider nicht mehr auf dem kleinen Campingplatz am Nationalparkzentrum übernachten dürfen. Der ist um diese Jahreszeit schon geschlossen gewesen. Aber man hat uns in der Nähe einen Campingplatz empfohlen, den wir dann angefahren haben. Gomjatsch gibt es einen kleinen privaten Campingplatz. So was Schönes sieht man selten. Der Chef selbst spricht nur Polnisch, aber sein Sohn perfektes Englisch. Er hat dann uns empfohlen, wir sollten nicht auf dem kleinen Hof stehen, der ist im Sommer für Familien mit Kindern bestimmten Traum, mit Spielgeräten, mit allem, was dazugehört. Nein, wir sollten direkt weiterfahren an den Fluss. Ein Stückchen hinter dem Hof können wir am Fluss mit unserem Wohnmobil stehen. Und da wir ganz alleine sind, gehört die komplette Wiese uns. Im Sommer kann ich mir vorstellen, dass hier auch sehr viel los ist. Jetzt um diese Jahreszeit waren wir ganz alleine, hatten nur noch ein paar Angler dabei und haben den Sonnenuntergang mehr als genossen. Tausende von Kranichen sind hier unterwegs und man hört sie überall. Wir konnten bis zu diesem Zeitpunkt leider keine aus der Nähe sehen, aber wir wussten, auf der anderen Seite des Flusses tauchen manchmal gegen Morgen Elche auf. Also hier kann man wirklich einiges erleben. Hier kann man mehr als nur einen Tag, wie wir es gemacht haben, verbringen. Hier kann man ganzen Urlaub verbringen. Fahrradwege überall, dieser ganze Nationalpark hat mir sehr gut gefallen, denn quer durch den Nationalpark kann man mit dem Auto gar nicht fahren. Man muss eine Eintrittsgebühr bezahlen, ich glaube 1 Euro oder 2, damit man sich in diesem Gebiet überhaupt aufhalten darf. Und dann sieht man mit Sicherheit ganz viel Wild und hat an diesem Fluss sehr viel Spaß. Man kann Kajak fahren, man kann Kajaks mieten, man kann mit dem Boot dort angeln gehen, also wer gerne angelt, hat hier mit Sicherheit viel Spaß. Am nächsten Morgen sind wir weitergefahren und an einer Straße entdeckte Nadja dann Kraniche. Natürlich wieder angehalten, ausgestiegen, Spektiv aufgebaut, Foto rausgeholt, mit dem Fernglas geguckt und auf einmal hält ein Pole neben uns und sagt, ihr steht hier zwar ganz nett, aber fahrt mal die nächste Stichstraße rein, da stehen 100 Kraniche. Das haben wir dann auch gemacht und dort konnten wir uns dann wirklich Zeit nehmen, um Kraniche zu beobachten. Überhaupt, hier in diesem Naturpark solltet ihr euch viel Zeit nehmen. Und dann werdet ihr auch viel entdecken. Wenn ihr nur durchhetzt, werdet ihr wahrscheinlich keine Elche, Kraniche oder Biber sehen. Vom Nationalpark wollen wir nach Lötzen. In den Reiseführern wird oft auch noch Augustow
erwähnt. Aber ich muss ehrlich sagen, wir sind durchgefahren und ja, es ist vielleicht eine Touristenhochburg, aber es war jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hatten, da hätten wir vorbeifahren müssen. Also insofern sind wir weitergefahren. Wir hatten ein bisschen Pech mit der Straße, die wird gerade gemacht und dementsprechend mussten wir etliche Umwege fahren und das kostet natürlich auf diesen Straßen mit den Alleen, ich hatte es schon mal erwähnt, doch recht viel Zeit. Aber durch diesen Umweg fanden wir eine Straße mit vielen Parkplätzen, die man wunderbar auch zur Übernachtung nutzen kann oder aber, wie wir es gemacht haben, für eine Mittagspause. Wunderschön. Man steht wirklich quasi im Wald, da fährt ab und zu mal ein Auto vorbei, aber das war es dann auch schon. Und von dort aus ging es weiter nach Lötzen und unser Navi hat uns ein bisschen einen komischen Weg geführt. Und ich muss euch sagen, ich werde ihn unten verlinken. Diese Straße war nachher die schönste Straße, die wir bis dahin überhaupt gefahren sind. Eine so schöne Allee, eine so schöne Landschaft. Man hätte wirklich überall stehen bleiben können und Fotos machen. Traumhaft. Einfach traumhaft. Diese Region lohnt sich für einen ganzen Urlaub im Endeffekt. In Lötzen selbst sind wir durch einen Tipp vom WOMO Verlag Reiseführer auf den Stellplatz an einem Grillplatz vor Lötzen aufmerksam geworden. Als wir dort ankamen, stand da zwar ein Schild mit 2,5 Tonnen für ein kurzes Stück vor der Eisenbahn, aber ein Anwohner kam aus seinem Haus heraus und sagte, nee, nee, wir sollten ruhig weiterfahren, da würde man wunderbar stehen. Also wir haben ihm dann mal einfach geglaubt und sind mit unserem 3,5 Tonner dann doch durchgefahren. Geht hier wirklich um ein paar Meter. Ich glaube, es geht eher darum, dass der Boden hier nicht asphaltiert ist und man nicht einsinkt. Bei uns war es trocken, also insofern gab es überhaupt kein Problem. Wir standen dann direkt am großen See, abends mit einem heftigen Unwetter, das aber Gott sei Dank an uns vorbeizog. Nachts kann man tatsächlich an diesem Platz Elche erleben. Wir haben keine erlebt, aber wir haben die Hinterlassenschaften gesehen. Also direkt an einer größeren Stadt tauchen hier Elche auf. Es ist schon unglaublich, was man in Polen erlebt. Jetzt sind wir in Lötzen, eine der größeren Städte, und es gibt ein UNESCO-Weltkulturerbe hier. Die Brücke, eine Drehbrücke, die haben wir uns natürlich für euch auch angeschaut. Und das könnt ihr euch hier in diesem kleinen Clip mal ansehen. Immer wieder erstaunlich, was man hier alles entdeckt. Für uns geht der Tag jetzt zu Ende und mal schauen, was die weitere Fahrt so mit sich bringt. Wir sind auf dem Weg in die Masuren zurück. Jetzt werden wir mal eine größere Strecke fahren. Wir wollen in Richtung Marienburg, aber bis dahin liegen einige Kilometer vor uns. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei oder ihr fahrt mal selber nach Polen in die Masuren. Ein wunderschönes Land, wir können es nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal.